Du fühlst dich ausgeruht. Stand da gerade, Gott sei Dank, habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. So, ich sammle mal das alles hier auf. Ich weiß, wir sind dann zwar überladen, aber das passt schon. Da mache ich mal hier das Ding weiter. So. So. Und hier dran. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Das finde ich so gar nicht schlecht. Warte mal. Da könnten wir vielleicht noch so und so machen, damit diese kleine Lücke, kleine Lücke da auch geschlossen ist. Und dann machen wir verschiedenes Portal. So dicht dran, ne? So. Zack. Notasche 2. Notasche 3. Notasche 4. So. Notasche 5. Und eins, was noch nicht connected ist. Das werden wir gleich connecten. Notasche 6. So. Und ich merke gerade, hier können wir noch ein Stück nach außen gehen. Das mache ich auch. So. Und so. Ne? Ist zwar jetzt ein bisschen ungalant gelöst, aber ich bin ehrlich, es wäre völlig Wayne. So, und das hier kopiere ich mal. Oh, abbrechen. Kopieren, nicht einfügen. Und dann gehen wir hier hoch. Asche. Hindurch. So, hervorragend. Dann würde ich sagen, wir gehen ins Reiseportal und nennen es zu Notasche 6 um. So. Einfügen. Connecten. Hindurch. So, jetzt sind wir hier und wir können zurück zu unserer Base. Ah, so, hätten wir das. Gott sei Dank. Dann haben wir das mit den. Irgendwie ist es seltsam, wenn ich hier runtergehe, dann macht er manchmal so einen Huckel. Ich habe das Gefühl, das liegt an diesem Portal. Na, an diesem Ding da. Wo führt denn nochmal das X-Portal hin? Das führte in die Mistlands, oder? Ja. Das baue ich mal woanders hin. Und zwar auch hier vor jetzt. So. Das ist dann sozusagen unser. Nee, das X-Portal. Warte, warte. Das X-Portal wird jetzt das Reiseportal. Stimmt. Also noch. Alter, ist das ein Hin- und Hergefrieme mit den Portalen. Aber wir müssen das ganze Chaos, das wir seit dem Ashlands-Update angerichtet haben, müssen wir jetzt wieder reparieren. So ist das nun mal. Also wir gehen durch X und machen es zum Reiseportal. Boah, okay. Da nehme ich einfach das X weg. Bitte keine Feinde, bitte keine Feinde. Und hindurch. Hervorragend. Dann nach unten und dann können wir das Portal auch abreißen. Ist ja ein Traum. Haben wir nur noch hier das Speicherportal, was hier natürlich auch hingehört. Wird auf gar keinen Fall abgerissen. Weil, also natürlich kann ich. Letztendlich ist der Speicher ja einfach nur ein paar Stockwerke oben. Aber wir machen das ja, wenn wir überladen sind, ne? Wir sind ja früher immer diese ganzen Treppen hochgegangen. Dann Ausdauer weg, weggeschmissen, Ausdauer aufladen, aufsammeln, weitergehen. Und das war mir ein bisschen zu umständlich. Deswegen haben wir das jetzt so. Loot wollte ich eigentlich noch gar nicht aufheben. Nochmal so, so, so. So. Sehr gut. Und dann nach unten. Die Kohle können wir schon mal wegschmeißen. Ja, die beiden sind echt festgeglitscht, war. Also keine Ahnung, die Folge, wo ich gefragt habe, ob wir die freilassen sollen, kam noch nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, was ich gesagt habe. Ja, natürlich freilassen. Aber kein Plan. So, die letzte Fuge Flachs. Perfekt. Und wir hatten hier doch auch Eisen. Habe ich schon einsortiert, ne? Ich guck mal, wie viel Eisen ist denn jetzt mittlerweile nachgemacht worden. Eine Fuhre machen wir noch, komm. Ne? Und macht euch keine Sorgen, dass uns das Eisen ausgeht. Wir haben hier hinten in der Kiste noch so viel. Oh Mann. Gut. Halt. 4 wieder weg. Ich will eigentlich auch ganz gerne das in einer Reihe haben. So. Ne? Oder? Und das restliche. Oh shit. Das restliche hier hinten hin. Warte mal, dann nehme ich mal den vollen Stack raus.
Mache den 30er rein. So. Nehme das hier auch. Oh, warte mal. 24. Ja, genau. Nehme ich den 30er und packe ich hier auch noch mit rein. So. Und Kohle brauchen wir natürlich ebenfalls. Rein damit. Und rein damit. So. Und hier. Und da natürlich. Stimmt, weil wir auch so viele Nägel hergestellt hatten für die Mühlen, ne? Da ist auch nochmal eine Menge Eisen draufgegangen. Aber die Nägel sind ja Gott sei Dank dann nicht verschwendet. Sondern wir haben jetzt einfach, sagen wir, mehr als genug. Ich glaube, eine Menge von denen sind auch verschütt gegangen, immer wieder bei den Schiffen, ne? Gut möglich. So, machen wir. Und dann gehe ich mal nach hier oben und gucke mal, ob wir die Barren sogar genauso sortieren können, weil hier haben wir von denen so viele, ne? Hm. Ist irgendwie auch so semi-geil. Weil eigentlich will ich die in einer Reihe haben. Weißt du was? Ich mach mal so und pack die auch in diese Kiste hier. In unsere... Das ist sozusagen unser Eisenspeicher. Metallspeicher, meine ich. Es ist ja nicht nur Eisen. Aber immer wenn Metalle zu viel sind, packen wir die da rein. So, und dann mal gucken. Dann können wir das nämlich so machen. Ne? Und dann ist es genauso sortiert wie die Erzkiste. Eisen, Schwarzmetall, das. Und so. Und vor allem Bronze finde ich auch geil, dass man... Weil hier war die ganze Zeit eine Lücke und jetzt gibt es auch Bronzeschrott. Hervorragend. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Stoffkiste und schmeißen den Stuff schon mal weg. Rein damit. Sehr gut. Ja, und dann haben wir eigentlich soweit alles vorbereitet, ne? Ja, wir könnten theoretisch nochmal reparieren, aber eigentlich alles gut. Ich guck mal auf die Uhr. Wir haben es nachmittags. Wollen wir nochmal auf Aspenjagd gehen? Nee, das können wir nicht. Nee, ich muss warten, bis sie respawnen. Das dauert mehr als einen Tag. Ich glaube 2, 3 oder so. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe pennen. Und dann gehen wir ein bisschen in die Mistlands, oder? Ein bisschen erkunden. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir bereiten uns direkt vor. Und let's go. Oh, wir sollten vielleicht nochmal alle tunen. Oh oh. Unser Ausdauer-Food geht allmählich gern zu Neige, ne? Wie viel haben wir noch? Ah, Gott sei Dank. Ja, stimmt, ich habe unsere letzten Eggs ja verbraten, aber das ist trotzdem nicht sehr viel, ne? Hm. Naja, gut. Und hier kann ich die letzten mal mitnehmen. Dann haben wir die nämlich auch. Und ich baller mir alles. So. Sehr gut. Und dann können wir durch das Reiseportal gehen. Oh. Viel besser, oder? Schön aufgeräumt. So will ich das sehen. Und dann... Ja, ich gehe einfach mal durch und guck, wo wir rauskommen. Ach, die Schwade. Na klar. Ja, ohne Schwade wird das wohl nix. Also wird zwar was, aber... wäre dann ja doch schon ein bisschen anstrengend. So, sehr gut. Dann nach oben. Und wir machen uns auf die Reise. So, wo sind wir denn hier? Ah, ja. X. Das mache ich mal weg. Dann 5. Portal. Und das hier. Und dann erkunden wir weiter. Wir haben hier unten so einen Fleck. Das können wir eigentlich auch auf dem Rückweg holen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier so rum, oder? Warum auch nicht? Und wenn wir Schädel finden oder Zwergenbases, würde ich vielleicht den einen oder anderen Troll raufschmeißen. Beziehungsweise den einen oder anderen Schädel aushöhlen. Natürlich. So, hier lang. Ich könnte sogar Aiktür anmachen. Oder soll ich mir das aufbewahren, wenn Not am Mann ist? Ja, ne? So wie immer. Oh, hier könnte Wasser sein. Vorsicht. Auf nass sein. Nass werden habe ich keinen Bock. So. Und hier ist unerkundet. Ich gehe mal... Oh, nee, Alter. Ich gehe mal hier ein Stück so hin. Zum Fluss. Und dann ziehen wir erstmal wieder den Rahmen, ne? Na, komm her. Hab ich dich! So. So, hier ist sogar die Küste noch bei den Ebenen. So sei es. Hier haben wir so einen Flussanfang. Das sieht immer ein bisschen seltsam aus, ne? Aber gut. Wäre auch geil, wenn es so Bäche gäbe oder so. Hätte was. Oh.
Ich gehe mal hier so lang. Ich merke auch, da müssen wir auch noch was erkunden. Ein bisschen was. Stirb! So. Aber erstmal den Rahmen, damit wir wissen, wie viel es überhaupt ist. Ja, da hinten sieht es noch ein bisschen großräumiger aus. Hm, mal gucken. Und ich hoffe auch, dass es grafisch nicht schon wieder so komisch verpixelt ist. YouTube macht hier immer eine Matsche draus. Ich glaube, weil das so viele krasse, grelle Farben sind, macht er das so matschig. Das nervt mich wirklich, dass YouTube das immer macht. Das mache nicht ich. Die Originalaufnahmedatei sieht immer richtig geil aus. Und dann rendere ich es raus, lade es hoch und dann ist es auf einmal Kraut und Rüben. Also meine Schuld ist das nicht. Ich gebe mir Mühe, die bestmögliche Qualität abzuliefern. Aber gut. Hier mal so ein Stein. Mhm. Ja, blaue Pilze lasse ich mal liegen. Ich gehe mal hier auf diesen, um ein bisschen Überblick zu bekommen. Energieschild. Dann würde ich sagen, wir loaden mal unsere Ausdauer auf und gehen da so rüber. So. Und hier hoch. So. Oh, lange ist her, ne? Ich fühle mich so zurückgeworfen. In alte Zeiten. Mit dem Erkunden und so. Fühlt sich irgendwie gerade gut an. Vor allem, weil das ja bedeutet, dass wir die Ashlands durch haben, ne? Schon geil. Und wo sind denn überhaupt die ganzen Feinde? Also nicht, dass ich sie haben will, aber es ist doch schon verdächtig ruhig. Oh, das sieht ja geil aus. Als ob hier so wirklich jemand so ein Schwert in den Kopf gerammt hätte, weißt du? So in den Helm gerammt. Schon cool. Aber eines Weltwundereintrages nicht würdig. Dafür sieht es so unspektakulär aus. So, das sieht ja auch abgefahren aus hier. diese Insel da hinten will ich eigentlich auch noch kurz erkunden. Ich versuche mal hier hinzugehen. Ja, perfekt. Ja, das zählt. Und hier ist zwar auch was, aber das ignoriere ich mal. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwie wieder zurückkommen, ohne nass zu werden. Das wird aber nichts, wahr? Ja doch, wenn wir auf den Stein da oben jumpen. Dafür bräuchte ich, glaube ich, ein Tier. Soll ich es verbraten? Nee, ich verbrat's nicht. Ich gehe hier hoch, so. Dann warten wir oben kurz. Und dann jump ich darüber, ne? Ah, nee, wir sind noch da. Da ist auch noch unerkundet. Oder soll ich... Ich wollte erst den Rahmen... Oh, nee, ist das hier oben verbunden. Eigentlich ist ja hier auch ein Fluss, ne? Das zählt dann ja als Insel eigentlich. Aber gut, komm, was soll's. Wir können sowieso ein bisschen Weichgewebe gebrauchen. Also ein bisschen mehr Mistlands zu erkunden, kann ja nicht schaden. Ne? Aha! Eine Base. Und was ist hier? Noch eine Base? Ja, da sehe ich ein Dingens, einen Wächterstein. Oh, shit, wir sind nass. Das ist zwar keine Base, das ist ein Pier. Da ist eine Kette. Hier sind Kisten. Zwei Kisten. Ich schmeiß hier mal einen Troll hin, damit der sich um den kümmert. So. Hä? Ah, da. Gut. Dann locke ich den mal hierher. Huch, was hat der denn da zerstört? So, Zwergi, kannst du mir mal helfen? Hier ist ein Troll. Hallo. Hä? Diggi, was ist los mit dir? Na also, so. Oh oh. Ja, nee, ignoriere mich mal. Kämpfe mal gegen den Zwerg, bitte. Ich verziehe mich. Und er macht das schon. Gut. Also ich kann es natürlich auch einfacher machen. Aber die Zwerge sind so strong, da habe ich Angst. Deswegen mache ich so. Was macht denn der da? Sag mal. Los, töte ihn! Und noch ein Hit. Noch einen zweiten. So, jetzt geht er auf mich. Das heißt, ich mache ihn platt. Ah, da ist noch ein Kollege. Zwei sogar. Oh, ein Frostdingens. Ja, der macht ihn natürlich platt. Gut, aber das war's auch schon. Denn jetzt können wir hier in Ruhe uns den Loot einheimsen. Hier ist Weichgewebe. Und die andere Kiste war hier.
Die ist jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Weichgewebe jetzt unten, ne? Ich guck mal kurz. Hier war doch noch eine zweite Kiste, oder? Kupferschrott, ja gut. Liegt da irgendwo Weichgewebe unten? Nee, ne? Schade. Da! 4 Stück. Komm. 4 sind besser als 0. Und die Kette, da hätte ich eigentlich auch gerne. Aber ich habe aber Angst, wenn ich das hier angreife, dass die sauer auf mich sind. Also muss ich mich erst um die kümmern, ne? Ich glaube ja. Energieschild. Und Throw. Viel Spaß. So. Und noch ein. Weil dann Frostmagier ist, ne? Der macht den platt, nämlich. Na los. Ach, 120 brauche ich, ne? Jo. Bam! So. Dann beobachten wir mal, was da passiert. Kann ich mal sehen, wie viel Life der hat. Da, Alter, der Frostmagier, ey. Boah. Oh, 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 oh. Okay. Ich hoffe, die haben keinen Heilmagier. Nee, haben sie, glaube ich, nicht. Und der Frostmagier ist down. Und der Feuermagier, glaube ich, auch. Nee, doch nicht. Der lebt noch. Lass den mal killen. Ah, der hat nur noch einen Life. Töte ihn. Na los! Töte ihn! Die ist auch mit Nahkampf zuhauen. Hä, Digga, komm. Einmal noch. Na also. Und jetzt mach ich dich platt. Oh, da lebt noch einer. Irgendwas hat da gerade Damage reingedrückt. Noch ein Frostmagier. Das ist, glaube ich, der letzte. Ich habe aber Angst. Bin ich ehrlich. Ich habe Angst, dass hier, wenn ich den jetzt angreife, kommt irgendwie ein 2-Sterne-Sniper um die Ecke und macht mich platt. Habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen lasse ich auch das von dem Troll erledigen. Kannst du mal bitte hier irgendwo herkommen, wo man besser kämpfen kann? Das wäre sehr nett. Gut, dann schmeiß ich ihn da hin. So. Zack, Feierabend. Und dann mache ich dich platt. So. Einmal nochmal Frost aufladen. So. Da kommt er. Ah ne, da habe ich die Laterne getroffen. So. Piu. So, perfekt. Dann haben wir hier den ganzen Loot. Was ist das denn? Ach so, das war ein Knochen von ihm. Ich dachte mir gerade, hä? Gut, Kupfer, Sudlingskern. Ich schmeiße mal das hier weg. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Hier ist jede Menge Weichgewebe. Top. So, hier liegt Holz. Ich baue mal hier ein Portal hin, wa? Ach ja, na klar. Das muss ich jetzt angreifen. Ich guck mal kurz, ob oben Zwerge sind. Nicht, dass hier dann einer runterkommt. Ah ne, hier ist ja alles eingekracht. Gut. Ja, dann ist sich das erledigt. Dann mache ich das Ding mal kaputt, wa? Mit den Äxten geht es, glaube ich, am schnellsten. Am besten, wenn ich nichts anderes treffe. Dann machen wir mehr Damage. Nee, nee, immer einen Schritt zurückgehen. So. Ja. So. Dann können wir hier nämlich ein Portal bauen. Verschiedenes Portal. Zack. Und den ganzen Loot aufsammeln. Vielleicht sammle ich den erstmal und schmeiße den hier vor. Dann können wir das alles in einer Fuge wegbringen. So. Das wertvolle Zeug. Gold. Pff. Nö. Ist eigentlich Müll. Ehrlich gesagt. Also, da stört es mich eher, dass unsere Schatzkammer immer mehr gefüllt ist und wir da keinen Platz mehr haben. Probleme kann man haben, nicht wahr? Gut. So, das hier weg. Nehmen wir lieber das mit. Da sind noch mehr von den Dingern. Blaue Jute nehme ich auch mit. So viel wie geht. So. Ja, komm. Was soll's?
Hier ist auch nochmal blaue Jute. Das bedeutet, dass wir hier auch nichts abbauen müssen. Sehr gut. Da ist noch was. So und so. Aufgesammelt und aufgesammelt. Da liegt noch was. Und hier ist nochmal blaue Jute. Da oben liegt eine drauf, ne? Oh oh. Da komme ich doch gar nicht dran. Es sei denn, ich zerstör's. Oh, zu hoch. Geht das überhaupt kaputt? Ich weiß es nicht, wie viel Schaden ich mit Feuerball mache. Also ich kann auch natürlich von oben hin. Aber ich versuch's mal so. Na los, geh kaputt. Dieser komische Kopf da, da liegt es drauf. Ich glaube, das dauert zu lange, ne? Geht das überhaupt kaputt? Keine Ahnung. Ich gehe lieber von oben drauf. Das hier weg. Lieber die blaue Jute mitnehmen. Und die schmeiße ich auch mal hier mit zu dem guten Loothaufen. Zum Loot-Tut-Guthaufen. So. Ja, Kupferschrott, komm. Holz, Barren und das ist alles Müll. Nadeln, Sotlingskerne, obwohl Sotlingskerne können wir mittlerweile auch vielleicht wieder ein paar gebrauchen. Wir haben ja doch ein paar Portale jetzt auch mittlerweile gebaut, ne? So, das ist nur Marmor. Ich gehe mal nach hier oben und hole die restlichen Kisten. So wie die blaue Jute, die da war. Da. Komme ich da so dran? Und wenn ich da drauf jump, kann ich dann wieder hoch. Ich probier's mal. Jo, perfekt. So, vorsichtig, nicht runterfallen. Dann das Weichgewebe. Dann nehmen wir die Axt und machen das hier auch noch kaputt. So. Und das war's, ne? Oder ist da noch irgendwo Stuff? Ja, die Laternen könnten wir noch mitnehmen. So. Warum auch nicht? Habe ich hier noch Platz im Inventar? Jo. Hör damit. Und hör damit. So, perfekt. Und dann nehmen wir so viel guten Loot mit, wie geht. Das hier, die blaue Jute, Kupfer. Das deckt sich nämlich. Weichgewebe natürlich. So, da liegt noch Kupfer. Kupferschrott, warum auch nicht? Komm. Yggdrasilholz, hier ist noch mehr Kupferschrott. Die Kerne, das Holz, Edelholz, kriege ich alles mit. Nein! Ja, hier 5 Holz lasse ich da. Dann nehme ich lieber das mit und da liegt auch noch Bronze. Kupfer. Und darunter liegt noch ein Surtlingskern. Den will ich eigentlich auch gerne mitnehmen, deswegen schmeiße ich mal kurz den weg, in der Hoffnung, ihn aufzusammeln. Warum? Achso, ich bin immer noch überladen. Gut, warte. Jetzt habe ich ihn, ne? Ja, gut. Her damit. Weg damit, her damit. Und hindurch. So, perfekt. Dann schleppen wir uns mal zum Lootloch. Schmeißen alles runter und dann können wir, glaube ich, auch pennen gehen. Ja, 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 es ist schon ein rötlicher Himmel. So, das alles weg. Zack, 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 zack. So, sehr gut. Und dann gehen wir mal pennen. Asquinia können wir noch nicht. Müssen wir noch eine Nacht warten. Ja, gut. Es neigt sich gen Abend. Ja, die Sonne ist kurz vorm Untergehen. Ja, sie ist noch da, aber gleich nicht mehr. Also nichts wie ab in eine Profe. Ja, doch, mit den Schilden, das hat was, ne? Könnten sogar da und da noch welche hin? Fällt mir gerade auf. Ja, ja, mal gucken. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber auf jeden Fall, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir direkt runter. So. Stimmt. Oh, kann ich jetzt endlich mal hier landen. Und hier sehe ich immer das, wenn wir mal sterben. Das ganze Zeug. Sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, weiter geht's.